pauschal von einer Gruppe spricht und vielleicht sogar gerade als Sozialdemokrat das Gefühl hat, diese Gruppe muss ich schützen. Aber da müssen wir uns ja diese Gruppe genauer anschauen. Über wen reden wir eigentlich? Sind das wirklich so kleine Schützlinge, die völlig ahnungslos und lieb und nett eigentlich sind? Und da kommt jetzt jemand, auch zum Beispiel auch Frau Heisig, und spricht böse Sachen oder übertreibt mit diesen Zahlen. Also ich finde das so nicht. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir sehr ernsthaft über diese Gruppe sprechen. Und ich würde nicht so, wie Sie das gemacht haben, sagen, dass wir nur über die Menschen sprechen müssen, sondern über die Menschen, in welchem System sie sprechen. Und es gibt ein System, in dem sie leben, das ist der Islam. Und darüber wird eigentlich nicht wirklich offen. Ja, bitte, aber das wird genau in Deutschland gelebt. Dieser Islam ist zum Beispiel sehr menschenverachtend, finde ich, der politische Islam insbesondere, der von Jakarta bis Kreuzberg, Duisburg, die Muslime beherrscht, und zwar deshalb für mich sehr, sehr schwierig, weil es immer in seinem Ursprung, was sich noch nicht gelöst hat, von vertikaler Trennung spricht, von Männern und Frauen. Die Frauen werden in diesem System immer als zweite Klasse bezeichnet und sie sind schutzlos. Und wenn also über diese Gruppe gesprochen wird, da lege ich eigentlich sehr großen Wert darauf, dass wir differenziert gucken müssen, wie geht es eigentlich den Frauen in dieser Gruppe. Ist das nicht eigentlich eine Männergesellschaft, die über per Naturrecht und per Allah das Recht haben, diese Frauen in Schutz zu nehmen und zu beherrschen? Und dann geht es immer weiter. Dieses System Islam, was sagt er eigentlich? Okay. Neben, dass Männer und Frauen in der Gesellschaft getrennt zu sehen sind und das als auch Tradition leben, haben wir noch ein Menschenbild, was dieses System sagt. Und zwar, dass der Mensch sich selber gar nicht kontrollieren kann und von außen kontrolliert werden müssen. Und deshalb muss die Frau Schleier anziehen und Chador anziehen. Wir sprechen hier über ein Religionsproblem. Es ist der Islam, der Sorge trägt für das Bild, was Frau Heisig auch zeichnet. Ne? Lassen Sie das stehen, Frau Göring-Eckert? Also ich bin evangelische Christin und wenn wir uns mal in aller Ruhe anschauen, was der Islam sagt, also fällt mir schwer, ihn zu zitieren, aber George Bush hat gesagt, nach dem 11. September, der Islam ist eine friedliche Religion. Mhm. Und natürlich kann man bei einigen Auslegungen des Islam sagen, so geht es nicht, da bin ich völlig bei Ihnen, wenn es um die Rechte der Frauen geht. Interessant, aber, dass Sie sich auf George Bush beziehen in der Frage. Ja, aber ich meine, weiter geht es ja sozusagen, weiter geht es ja nicht. Religion für und Sie die Frage, da und die würde Frage, ich gerne Ihre Meinung dazu hören. Natürlich wird diese Religion missbraucht, dazu Kriege anzuzetteln. Natürlich wird die Religion missbraucht, dazu Frauen zu diskriminieren. Mhm. Aber ich finde nicht, man kann über das System Islam sprechen, sondern wir müssen darüber reden, wo wird der Islam dazu benutzt, solche Dinge zu tun. Zum Beispiel wir können nicht über den Islam sprechen, wir können auch nicht über die Muslime sprechen. Nein, es gibt aufgeklärte. Die arabische Familie, die Frau Heisig uns da gezeichnet hat, mit bis zu 19 Kindern, von der sie sagt, dass sie den Staat hemmungslos schädigt. Nein, das sage ich auch nicht, aber das meint auch Frau Heisig überhaupt nicht, sondern ihr Problem ist ja, was sie benennt, dass die den Staat hemmungslos schädigen und nur nehmen, ohne eine Gegenleistung zu bringen. Ist das Ihre Antwort auf das Problem, dass Sie sagen, nein, nein, es ist kein Religionsproblem? Oder welche Antwort haben Sie? Also, wenn diese Familie hier in Deutschland ist, und da bin ich bei Frau Heisig wirklich sehr klar und da genau hinzuschauen, was ist das Problem dieser Familie? Was ist das Problem der Kinder? Und bei dem Thema Gegenleistung natürlich. Integration geht nicht, indem die einen sagen, wir lehnen uns zurück und haben damit nichts zu tun und die anderen sagen, wir bemühen uns. Beide Seiten müssen sich anstrengen und da heißt es auch, natürlich muss man in die Schule gehen, natürlich muss man Deutsch lernen, natürlich muss man auch kontrollieren, ob Deutsch gelernt wird. Alles das gehört zur Integration. Das ist nicht egal und da kann man sich weder als Staat zurückziehen, noch kann man sagen, diejenigen, die in so einer Familie leben, brauchen keine Hilfe. Die brauchen beides. Sie brauchen Unterstützung, aber auch klare Forderungen. Fördern und fordern, das ist ganz einfach und das ist ganz klar. Und dieser Familie, das muss aber auch gesagt werden, stehen wirklich ganz, ganz viele gegenüber, die erfolgreich in Deutschland nicht nur integriert sind, sondern die dieses Land mitgestalten. Und diese Einseitigkeit sollten wir uns dann auch nicht leiden. Wir suchen, das gehört dazu. Und das hatten Sie ja eben mit angeregt. Wir suchen nach Antworten auf die Probleme, die sehr wohl wahrgenommen werden. Und aus dieser Wahrnehmung erklärt sich ja möglicherweise auch die enorme Zustimmung, die Thilo Sarrazin zu seinen Thesen erfährt. Aber wir schauen uns mal an, deshalb war ich gespannt, was Sie sagen würden, wie die Grünen auf diese Probleme antworten. In ihrem Bundestagswahlprogramm 2009 schreiben die Grünen zum Thema Integration:
Mit dem grünen neuen Gesellschaftsvertrag wollen wir die Integration voranbringen und die multikulturelle Realität demokratisch gestalten. Wir wollen Blockaden aufbrechen und Türen öffnen, auch in oberen Etagen und Leitungsfunktionen. Integration ist aber keine Einbahnstraße. Integration bedeutet eine Herausforderung für alle. Auf allen Seiten ist die Bereitschaft zu Dialog und Veränderung notwendig. Herr Bosbach, welche Bereitschaft zu Dialog und Veränderung bringen die Einwanderer mit ein, die Kirsten Heisig beschrieben hat? Ich gehe davon aus, dass die Beschreibung in dem Buch zutreffend ist. Das Buch von Kirsten Heisig habe ich komplett gelesen. Der Wälzer von Thilo Sarrazin ist anstrengender, da bin ich erst bei Kapitel 3 oder 4 im Übrigen, steht in dem Buch drin, weil Sie sagen, der verallgemeinert. Der Satz, Originalzitat, irgendwo weit hinten, 95% aller Muslime sind friedlich. Das sollten Sie nachdem vielleicht... Nachdem er vorher alle Verallgemeinerung gemacht hat. Steht in dem Buch drin, ich will das nur mal sagen. Nochmal wir haben Frage, vor ich komme jetzt dazu. Wir kommen Veränderungen bringen die Einwanderer ein. Es gibt Millionen Beispiele für bestens gelungene Integration. Frau Göring-Eckardt hat gerade das richtige Wort zu diesem Thema gefunden. Es gibt aber auch zu viele Beispiele für Integrationsversagen, ja sogar für stramme Integrationsverweigerung. Über die erfolgreichen Migrantinnen und Migranten sprechen wir zu Recht gerne, weil sie ja auch Vorbilder sind in ihrer Community. Wenn man über die Probleme spricht, auch über stramme Integrationsverweigerung, mangelnde Integrationsbereitschaft, wird die Sache viel, viel schwieriger. Als wir vor einigen Jahren beim Ehegattennachzug eingeführt haben, Frau Göring-Eckardt, minimale deutsche Sprachkenntnisse schon bei der Einreise, damit die Integration in Deutschland gelingt, waren die Grünen strikt dagegen. Herr Bosbach, Sie wissen aber, dass das Zuwanderungsgesetz einen großen Erfolg hatte, nämlich dass es verpflichtende Deutschkurse in Deutschland gibt. Davon habe ich jetzt nicht gesprochen. Da geht es darum, Deutsch zu lernen. Die sind verpflichtend. Nein, Entschuldigung, es geht ja so um den Ehegattennachzug, damit ich schon bei der Einreise in Deutschland mich zumindest ansatzweise verständigen kann. Die Sprach- und Integrationskurse, die Sie ansprechen, die es seit der Großen Koalition gibt, sind ein Erfolg, haben aber auch traurige Erfahrungen. 600.000 haben mittlerweile die Kurse besucht. Fast die Hälfte hat auch den Abschluss geschafft. Aber es gibt auch viele, die trotz rechtlicher Verpflichtung den Kurs überhaupt nicht besuchen oder ihn sehr frühzeitig abbrechen. Wir haben vor 10 Jahren bitter gestritten, Frau Göring-Eckardt, bitter gestritten um den Begriff Leitkultur. Bitter gestritten. Das heißt doch nicht Deutschland, Deutschland über alles. Das heißt doch nicht, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Das heißt, wenn Menschen unterschiedlicher Hautfarbe, Religion und Nationalität in einem Land friedlich und konfliktfrei zusammenleben wollen, dann müssen alle die gleichen Sprache sprechen. Das muss Deutsch sein in unserem Land und alle müssen die gleichen Regeln und Werte beachten. Ich weiß nicht, warum man sich darüber aufregen oder gar Streit führen kann. Weil man möglicherweise... erweckt, dass es nicht darum geht, dass man zusammenlebt, dass man auch was davon hat, dass man zusammenlebt, dass man sich auf das Grundgesetz verabredet, völlig klar, völlig eindeutig, da gibt es auch nichts zu deuteln, dass man sagt, natürlich wollen wir Deutsch miteinander reden, weil das die Sprache ist, die wir hier sprechen. Aber die andere Frage ist, doch sagen wir eigentlich, das verändert uns alles gar nicht. Sagen wir, wir haben Zuwanderung und wir bleiben so, wie wir immer waren. Ich meine, ich sage mal so ganz, ganz platt gesprochen, ich komme ja aus Ostdeutschland, ne? Und als es die deutsche Vereinigung gab, da hatte man ja auch manchmal den Eindruck, hier soll sich möglichst nichts verändern. Bei den Migrantinnen und Migranten aus anderen Ländern hat man auch den Eindruck, wenn man von Leitkultur redet, wir sagen euch mal, wie es hier geht und sowas. Ich sehe das anders. Ich finde das spannend. Wir haben große Konzerne in dieser Welt, die viel, viel Wert darauf legen, dass gerade in Leitungspositionen Leute aus verschiedenen Nationalitäten, verschiedener Religionen kommen etc., weil sie sagen, nur dann sind wir erfolgreich. Warum bitteschön sollen wir in Deutschland nicht erfolgreich sein, weil wir uns verändern, weil wir uns gemeinsam verändern. Ich finde Veränderung spannend und ich würde nicht sagen, das ist es und da passt euch bitte an. Wohin? Ja, und die Frage ist zu diskutieren. Ich will Ihnen noch einen Vorschlag machen. Wir suchen ja nach Antworten, wir suchen nach Lösungen dafür, was als großes Problem empfunden wird und was wahrscheinlich nicht durchgängig spannend gefunden wird, wie Sie sagen, Frau Göring-Eckardt. Dazu hat auch Kirsten Heisig konkrete Vorschläge gemacht. Gucken wir uns das mal an. Kirsten Heisig hat in ihrem Buch vorgeschlagen, wie man dem Problem krimineller Familienclans begegnen sollte. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten.
Entweder man nimmt all diese Kinder und Jugendlichen ohne Ansehen ihrer Herkunft und ihres mutmaßlichen Einreisegrundes auf. Dann ist der Staat aber auch verpflichtet, sie den arabischen Banden zu entziehen, denn ansonsten blüht die entsprechende Kriminalität und die eingeschleusten Menschen bleiben auf der Strecke. Oder man kontrolliert die Einreise konsequenter. Herr Wobereit, das heißt zusammengefasst, und da frage ich Sie, was ist sinnvoller? Entweder, dass man die Familien und Kindern gar nicht erst reinlässt, oder wenn sie denn hier sind und es läuft schief, dass man die Kinder aus den Familien rausnimmt. Was finden Sie da sinnvoller? Also erstens, glaube ich, ist mal wichtig, dass man deutlich macht, das ist hier eine Form von Kriminalität. Und wenn die Familie systematisch kriminell ist, dann muss sie mit der Macht des Staates auch mit dem Strafrecht behandelt werden. Da gibt es überhaupt gar nichts zu vertun. Das hat auch mit Religion überhaupt nichts zu tun. Und es gibt kriminelle Großfamilien im deutschsprachigen Bereich oder im italienischen oder sonst wo. Das ist ja keine neue Erscheinungsform, die nur in Deutschland vorkommt oder in diesem Bereich vorkommt. Da muss man mit allen Maßnahmen da dran. Das hat ja Frau Heisig auch so gemeint. Und selbstverständlich, wenn die Eltern nicht in der Lage sind, ihre Kinder vernünftig zu erziehen, dann muss man mit dem entsprechenden Jugendrecht auch sehen, ob die Eltern das Sorgerecht entzogen bekommen müssen. So, das muss dann auch konsequent gemacht werden. Aber Frau Heisig, das wissen Sie ja gut, war sehr frustriert darüber, dass es genau in dem Maße nicht gelang, wie sie es vorgestellt hat. Ja, weil es ja auch nicht so leicht ist. Ja, ich muss doch wirklich auch sagen, das ist ja das eine, das kann man jetzt so schön alles sagen. Und das ist ja das Schöne auch an der Debatte, da gibt es ganz einfache Antworten. Die Praxis sieht dann aber auch ein bisschen immer anders aus. So, wenn Sie dann auf einmal eine Familie haben und bevor Sie denn tatsächlich die Kinder dort rausnehmen, da muss schon viel passieren und da muss dann also auch bis hin zum Gericht dann die entsprechenden Entscheidungen getroffen werden. Und wir sind ein Rechtsstaat und das dauert und das hat Abwägungsprozesse. Und da kann ich auch verstehen, und das ist ja so eine Frustration, die ja auch da ist, dass diejenigen, die da an der Front stehen, genauso die Polizeibeamten, die denn schnappen und sagen, jetzt bring ich da hin und nächsten Tag ist der wieder frei und macht die nächste Straftat, dass die frustriert sind und selbstverständlich dort auch harte Änderungen führen. Die stoßen sich aber manchmal tatsächlich am Grundgesetz oder eben an den Strafgesetz. Das muss man fairerweise dazu sagen. Es gibt aber keinen Grund für so eine Haltung, das spielt alles keine Rolle. Nochmals, da wo Kriminalität vorherrscht, muss die bekämpft werden. Da, wo menschenverachtend Frauen diskriminiert werden oder Rituale da sind, die weder in der Türkei geduldet werden dürfen, noch in Deutschland. Da muss man dagegen vorgehen. Das ist völlig unumstritten. Und gelingt das, Frau Kelleck, im ausreichenden Maße? Das ist alles so eine Form von Sozialromantik. Und gute. Nein, ich meine nur, dass man sich das so wünscht. Und in der ganzen fehlt, was tun die Migranten selbst dafür? Das ist für mich viel, viel entscheidender und wichtiger als irgendwelche Parteien, die sich halt Deutschland sich wünschen oder eine Welt sich wünschen, was überhaupt nicht mit der Realität stimmt. Die Menschen müssen doch selber was für ihr Schicksal doch tun. Viele Menschen, besonders die Muslime, sind ja freiwillig nach Deutschland gekommen und ich finde es wahnsinnig schade, dass gerade die Chancen, die ich sehe ja, dass sehr, sehr gerne gegeben wird und sehr viel auch ausgegeben wird, Mittel zum Beispiel, warum diese Chancen so wenig wahrgenommen werden. Und ich bin sehr enttäuscht über das Resümee, was wir in der vierten Generation haben, dass so wenige dieses wahrgenommen haben und dass wir nun mit diesen Zahlen jetzt operieren müssen. Sind das wirklich wenige? Oder reden wir über die wenigen, die wirklich sich total verweigern oder auch nicht in der Lage dazu sind? Ich bin ganz bewusst gestern auch noch mal durch meinen Kiez gelaufen beim Einkaufen und ich habe mir immer versucht, die Bereiche anzugucken, wo ich auf Migrantinnen und Migranten getroffen bin. Ich bin so vielfach auf gelungene Integration aufgestoßen. In allen Bereichen, beim Gemüsehändler, der ja immer sehr schön zitiert wird, aber in meinem Haus sind auch Rechtsanwälte,
Sie sind ja auch ein wunderbares Beispiel, Charlottenburg-Wilmersdorf. Der hat eine sehr unterschiedliche. Ich bin auch über die deutschen Alkoholiker gestolpert, die da mitten am Kudamm da sitzen und ihre Beiträge nicht leisten, dass es unserem Staat gut geht. Ja, auch über die bin ich gestolpert. So, ist es wirklich so, dass das alles so total schief gelaufen ist, wie es manche hier behaupten? Meine Behauptung ist dagegen, es ist Gott sei Dank, wie Herr Bosbach das eben auch schon sagte, millionenfach auch gelungen. Mhm. Und das müssen wir auch deutlich machen. So, und jetzt geht es um Kriminelle. Das ist eine Gruppe, die ist aber prozentual auch noch benennbar. Mhm. Und dann gibt